Herzlich willkommen zu Martin Männer kochen mit Herrn Östling, Herr Martin Männer backen Herr Östling, egal. Wir machen heute, wie versprochen, leckere Westernkartoffeln aus dem Ofen und Chicken Nuggets. Der McDonald's kann einpacken, wir sind viel leckerer. So, damit es losgeht, damit es bald losgeht, müssen wir heute anfangen mit den Kartoffeln. Ich habe die Kartoffeln schon ganz fleißig gewaschen. Da ist kein Pups Dreck mehr. Richtig gut waschen, bürsten, da darf kein Dreck sein, weil die Schale essen wir mit. Okay? So, wenn du das hast, ich räume mal hier den Rest zur Seite, fangen wir nämlich damit gleich an. Und du tust mal den Ofen locker auf 200 Grad stellen. Gut, ich nehme mal meine drei Kartoffeln und die schneiden wir jetzt in Schnitzel. Schneide bitte nicht in den Finger. Das heißt einmal in der Hälfte, nochmal in der Hälfte und nochmal die Hälfte in die Hälfte. Heieiei. So, und jetzt können wir wieder Bruchrechnen machen. Wenn ich die Hälfte halbiere, habe ich Viertel. Wenn ich ein Viertel halbiere, habe ich Achtel. Und dann heißt es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Achtel gibt ein Ganzes. Das machen wir jetzt mit allen Kartoffeln, dass wir einen ganzen Haufen Schnitze haben. Versuch, die Schnitze möglichst gleich groß zu haben, dass die nachher auch alle schön durch sind und nicht die einen noch roh sind, weil die so fett sind und die anderen schon schwarz werden, weil ihr sie zu dünn gemacht habt. Okay, soweit alles klar? Gut. Wenn ich diesen Haufen habe, nehme ich eine Schüssel. Ich nehme mal hier eine Glasschüssel, da könnt ihr besser sehen. Moment, mal ein bisschen runter. So, in diese Glasschüssel kommen zuallererst 3 Esslöffel Öl. Eins, zwei, 3 Esslöffel Öl. Jetzt brauche ich noch einen kleinen Löffel. Hier kommt jetzt ein Teelöffel Salz. Macht bitte kein Riesenberg, dann schmecken nachher alle nur salzig, aber es muss schon etwas Salz rein. Dann steht bei mir drauf eine Messerspitze Pfeffer. Übrigens ist das Rezept von der Frau Pöhler. An dieser Stelle einen schönen Gruß an unsere Frau Pöhler. Also ordentlich Pfeffer und dann, ganz wichtig, ich liebe Paprikagewürz. Kommt hier nochmal ein Teelöffel Paprika rein. Wenn wir das haben, müssen wir das nur verrühren. Das gibt so eine rotbraune Pampe. Sieht irgendwie gar nicht besonders aus. Probieren würde ich sie jetzt auch nicht, weil die schmeckt jetzt echt salzig und scharf. So. Aber jetzt kommen da unsere Kartoffeln rein. Einmal reinschmeißen. So. Und ich hole jetzt gleich mal mein Blech raus, weil die müssen wir jetzt einmal zusammenpumpen, damit
dass Öl, Salz und Pfeffer auf jeder Kartoffelspalte mit drauf ist. Und dann kommen die ganz ordentlich alle in den Ofen. Das heißt, ich muss die nachher auf das Blech räumen. Wenn ich jetzt erst manche, dann habe ich ganz dreckige Hände. Dann kann ich nämlich das Blech nochmal rausholen. Darum hole ich jetzt mein Blech einmal raus. Schalte davor die zweite Kamera an, damit ihr das besser seht. Also, ich habe hier mein schönes Blech. So. Jetzt fange ich hier an, so richtig zu pumpen. Heute wird es ein Pump-Tag, das kann ich euch gleich mal sagen. Egal ob beim Frittieren nachher, ihr werdet heute dreckige Hände kriegen. Dafür gibt es ein leckeres Essen. So, wenn ihr seht, dass in der Schüssel keine Pampe mehr ist, aber auf diesen Kartoffeln, dann habt ihr es gut gemacht. So, und dann kommen die ganz ordentlich hier drauf. Ich nehme immer die Schale nach unten. Man kann es aber auch anders machen. Das ist egal. So, ganz ordentlich. Ich glaube, ich habe so viel Kartoffeln gemacht, dass ich noch mal jemanden einladen kann. Meine Kartoffeln waren wohl etwas groß. Heieiei, ein Riesenblech. Wen lade ich denn noch ein? Müsste ich eigentlich fast Frau Pöhler einladen. Weil aber Frau Pöhler kann so gut kochen, das ist peinlich. Kann ich ja nicht einladen. So, meine Hand ist jetzt richtig. Bäh. Ich mein, geizig. So, das hier schmeiße ich jetzt in den Ofen, in die mittlere Schiene und sage Alexa, Timer auf 30 Minuten. 30 Minuten wird das mindestens brauchen. Meine Hand kann ich jetzt ganz mit Seife und heißem Wasser wieder waschen. Und dann kommen die Chicken Nuggets. Meine Hände sind wieder sauber. Dann beginnen wir jetzt mit dem zweiten Teil. Nämlich unseren Chicken Nuggets. Als allererstes nehme ich diese und schneide sie in schöne, wie nennt man sowas, Nugget-Größe, also so kleine Scheiben. Ungefähr so dick wie dein Daumen. So, könnte fast ein bisschen größer sein. Gut. Aber wir wollen ja Chicken Nuggets. So, das mache ich jetzt mit allen. Ganz wichtig ist, wenn man Hähnchen oder Pute schneidet auf einem Brett, muss man hinterher das Brett wieder ganz ordentlich sauber machen mit Wasser und einem Lappen. Damit nicht irgendwas anderes, was du drauf schneidest, mit dem Putenfleisch, mit dem Resten von der Pute in Verbindung kommt, weil da können manchmal noch Sachen dran sein, die sind dann nicht gut. Das heißt, man muss Huhn und Pute immer ganz durchkochen oder braten, damit es ganz durch ist. Und wenn du da Dreck noch drauf hast, dann ist es nicht ganz durch und dann ist es nicht lecker. Auch das Messer gut sauber machen. So. Das habe ich jetzt schon geschafft. Dann hole ich hier schon mal meinen Lappen. Mein Messer habe ich gerade schon sauber gemacht. So. Jetzt. Brauchst du drei tiefe Teller. Wir bauen jetzt nämlich eine Straße. Das hier nennt sich eine Parkstraße.
Panierstraße. Und in jedem guten Schnitzellokal gibt es auch eine Panierstraße. Ja, so. Das habe ich jetzt aber wieder super gemacht. Oh, ihr seht es gar nicht. Ich habe hier daneben gesabbert. So. In die erste Schüssel kommt einfach nur Mehl. In die zweite Schüssel kommt jetzt das Ei oder zwei Eier. Bei mir kommt immer noch ein kleiner Schuss Sahne rein, weil, das habe ich mal gelernt, dann wird nämlich nachher das Schnitzel fluffiger. Und jetzt müssen wir diese ordentlich würzen. Da kommt jetzt locker zwei Prisen Salz rein. Und ganz schön viel Pfeffer. Naja, also nicht übertreiben. Und weil es nämlich super gut passt, schmeiße ich da noch etwas Paprika rein. So. Und jetzt brauchen wir eine Gabel. Dann rühren wir das um, bis sich das Eiweiß und das Eigelb richtig schön verbunden hat. So, seht ihr das? So muss es jetzt nachher aussehen. Kann ich auch schon wieder wegtun. Meine Spülmaschine ist nachher wieder voll. In die letzte kommt ganz normales Paniermehl oder Semmelbrösel, wie man hier sagt. Genau. So, ihr seht, das ist unsere Panierstraße und das hier sind unsere Chicken Nuggets. Und jetzt müssen wir die Pfanne vorbereiten. Eins ist wichtig. Legt ihr schon mal ein bisschen von dieser Küchenrolle daneben. Dann organisierst du eine sogenannte Schaumkelle. Schau mal, ob du sowas hast. Die hat nämlich Löcher zwischendrin. Ja? Und das heißt, du kannst die Chicken Nuggets nachher aus dem Öl holen und das Fett, das tropft durch und deine Chicken Nuggets bleiben übrig, weil das Fett wollen wir ja nachher möglichst nicht. Oh. Haben wir uns gedreht, Entschuldigung. Jetzt nimmst du dein Öl. Moment, ich habe schon immer Öl zum Frittieren. Also nimmst du dein Öl. Und tust es in die Pfanne ungefähr auch wieder so hoch, wie dein Daumen ist. Naja, nicht ganz so hoch, wie dein kleiner Finger ist, okay? Also, die müssen schon nachher im Öl schwimmen, sonst werden sie nämlich nicht richtig knusprig. Man kann es natürlich auch anders machen. So. Und jetzt stellst du die Pfanne an. Du musst aufpassen, dass hier kein Wasser reinkommt. Weil dann spritzt es. Auch wenn du die nachher reinlegst, schmeißt die nicht rein und das Öl spritzt, weil das tut weh. So, wenn du einen Ölspritzer an den Finger kriegst oder so, dann gehst du zum Wasserhahn und lässt kaltes Wasser drüber laufen, bis es nicht mehr so weh tut. Okay? Die Pfanne stelle ich jetzt mal auf 8. Nachher, wenn sie heiß ist, müssen wir sie ungefähr auf 6 runterstellen. Und so lange fangen wir an mit Frittieren. So. Als allererstes kommt unser Chicken Nugget ins Mehl. Dadurch wird es schön trocken und kann nachher das Ei gut aufnehmen. Das ist nämlich Stufe 2. Okay? Einmal schön baden wie du in der Badewanne. Und dann kommt Teil 3. Einmal
in das Paniermehl und ruhig schön festklopfen. So, und hier haben wir schon ein halbes Schnitzel. Hä? Einmal fertig. So, wenn du aufgepasst hast, ich nehme eine Hand zum Panieren und eine Hand bleibt sauber, weil dann kann ich damit Messer und Gabel und anderes anfassen. Okay? Also, das hier schon mal mit einer Hand machen. So, und jetzt musst du die Chicken Nuggets nacheinander machen. Gucken, dass das Ei überall dran ist. Schön tätschen. Ja, das nennt sich jetzt Fließbandarbeit. Vielleicht hast du einen kleinen Bruder, der muss dir jetzt helfen. Deine Mama lässt du natürlich brav raus. Die darf sich heute noch mal zurücklehnen oder wenn sie Lust hat, darf sie einen Salat machen, weil bei unserem Essen heute keine Vitamine dabei sind. Das ist sehr schlecht. Frau Pöhler wird mit mir schimpfen, aber zum Glück ist es ja ihr Rezept. Jetzt bin ich raus. So. Man wird sagen, man kriegt Übung. Und wenn du das gut machst, dann kannst du bald im Schnitzelrestaurant anfangen und dort Profi-Schnitzelmacher werden. Okay. So. Bei McDonald's sehen die natürlich alle gleich aus. Da werden alle von der Maschine erstmal zugeschnitten, damit alle gleich groß sind und alle ganz genau aussehen. Da hängt dann nicht so wie hier so ein kleines Schwänzchen weg. Aber wir müssen das nicht ganz so perfekt machen. Ja. So, da schmeckt es bei uns auch besser. Und die Chicken Nuggets sind nicht erst mal 10 Monate tiefgefroren. Ja. Mal zwischendurch testen. Wenn du merkst, das Öl wird heiß, sind wir auf einem guten Weg. Haben wir eigentlich schon eine Gabel hergerichtet? Glaube nicht. Irgendwann kriegst du an den Fingern so dicke Böbel. Der Maxi wird sich jetzt freuen. Der würde die Böbel abfressen. Oh, er ist gar nicht da. Maxi ist heute müde, weil wir waren heute ganz lange wandern. Den Vormittag und den Mittag durch den Schnee. Und das fand er, glaube ich, zum Schluss doch ganz schön anstrengend. Habe ich mal endlich den Maxi müde gekriegt. Das passiert nicht oft, ne? Da geht es schneller, dass ich meinen Kamel müde kriege oder den Gentonis, weil die wollen nicht so lange laufen wie der Maxi. So. Meine Wenn ich jetzt hier drüber fasse, merke ich, es wird schon ganz schön heiß. Und jetzt teste ich mal. Und zwar mit einem kleinen dünnen und lege das einfach ins Öl. Ich nehme hier eine Gabel. So. Es fällt in rein, aber es sprudelt erst ganz ein bisschen. Das heißt, das Öl ist noch nicht ganz heiß genug, weil es muss wirklich sprudeln, wenn du die Chicken Nuggets ins Öl legst. Und wenn es nicht wirklich sprudelt, dann ist es auch nicht heiß genug. Und dann ist nachher das Chicken Nuggets gar nicht ganz durch, ne? Es gibt ein Mini-Nugget, ein ultra dünnes Nugget. So.
Es fängt schon etwas mehr an zu sprudeln. Noch kann ich ein bisschen warten. Und meine restlichen Chicken Nuggets. Wie oft habe ich eigentlich jetzt schon das Wort Chicken Nugget gesagt? 17 Mal, oder? Mindestens. Egal. So. Es fängt hier richtig schön an zu sprudeln. Und drum lege ich mal noch ein paar mehr Chicken Nuggets ins Öl, so dass die genügend Platz haben. Jetzt stelle ich mal ein bisschen runter. Ich stelle es auf 6 und dann mache ich hier mal diese dicken Dinger da weg. So, zwischendurch ganz vorsichtig ein bisschen schütteln, dass das Öl auch von oben drauf fällt. Das dauert jetzt, jetzt kann ich noch eine Runde panieren. Mann, habe ich viele. Wann esse ich die denn alle, die ganze nächste Woche? Man kann es natürlich machen, wie bei McDonald's auch. Man paniert die. Man tut die ein bisschen anbraten. Und dann tut man die einfach in das Tiefkühlfach. Und dann, wenn man Lust hat auf Chicken Nuggets, dann muss man die einfach nur rausholen, einmal braten oder im Öl frittieren und fertig. Das ist das Mini, Mini. So. Mein letztes Mini Chicken Nugget. Währenddessen höre ich schon brutzeln. Und es riecht schon. Bei mir passt es genau. Gut. Mal einen Blick werfen auf das erste. Ja, das wird schon braun. Also drehe ich es um. Die sehen lecker aus. Ja, wenn sie noch nicht ganz dunkel sind oder noch nicht braun sind, dann brauche ich sie auch noch nicht umdrehen. Dann kann ich jetzt so lange mal meine Hand waschen, aber nicht ewig, okay? Ich habe immer nur ein paar Minuten. Diese drei Teller hier, die klopft ihr erstmal über den Mülleimer ab und spült sie etwas vor und erst dann kommen sie in die Spülmaschine, weil sonst verstopft da alles, okay? Und eure Mama macht dann Griecks mit euch. Also, nicht direkt so dreckig in die Spülmaschine stellen. Ha, so. Meine ersten Chicken Nuggets sehen schon lecker aus. Ich gucke so lange mal nach meinen. Oh, die sehen auch schon lecker aus. Alexa, wie lange noch? 12 Minuten. Jetzt ist wichtig, dass du schon mal so ein Tuch hast, wo du nämlich dann die abtropfen lässt. Wenn du brav bist, legst du drunter einen Teller, weil das Öl geht natürlich dann durch. Und nimmst noch einen zweiten Teller, wo dann die fertigen Chicken Nuggets draufkommen. So, jetzt kannst du die Schaumkelle nehmen. Und das erste, das kleine, schon mal raustun. Das sieht auch schon fertig aus. Oh, ja. Wenn du sagst, das ist noch ein bisschen hell, dann dreh es noch mal um. Oh je, das ist noch gar nicht. Das ist schon fertig für mich. So. Und dann kommt schon mal die zweite Portion rein. Aber du musst den Überblick behalten, wo deine fast fertigen sind. Und wo
Denk dran, wieder ein bisschen schütteln, dass auch von oben was drauf kommt. Es schäumt ein bisschen, jetzt sieht man nochmal viel. Ich würde sagen, das ist jetzt fertig. So, wichtig ist, wir nehmen mal das Kleine vom Anfang, das innen, Moment, ich komme mal hier rüber, dass es innen ganz durch ist und nicht mehr glasig ist, ja. Bei diesem dünnen ist es nicht gefährlich, aber gegücken, ganz lecker. Was wollte ich sagen? Hat gesagt, ist lecker. Mach es, tut mir leid. Was natürlich ein bisschen ein Problem ist, wenn ihr auf die Herdplatte tropft, dann müsst ihr heute ganz schön die Herdplatte schrubben. Viel Erfolg! So, das kann ein bisschen, da kann ich nebenher schon mal wieder ein bisschen schrubben. Die sind schon wieder fertig hier. Die dünnen gehen immer ganz schnell. Die dicken muss ich ein bisschen länger drin lassen. War ich gerade ganz böse und habe es einfach so reingelegt, ohne so. Dann kann das hier noch mal kurz braten, frittieren und ich räume das hier mal wieder weg. Ich glaube, ich kann am Wochenende eine fette Chicken Nugget Party machen, weil ich hier so viele Chicken Nuggets habe. So, was machen meine Kartoffeln? Alexa, wie lang noch? Du hast 4 Minuten und 50 Sekunden verbleibend. 4 Minuten, sagt Alexa. Die sind schon ziemlich gut. Alexa weiß es nicht, ich schon. Willst du mal sehen? So sollte das jetzt bei dir auch langsam aussehen. Und es riecht lecker. Ich habe jetzt gerade hier die Schüssel, wo ich vorher die Kartoffeln mariniert und gemanscht habe, nochmal sauber gemacht. Da kommen nämlich gleich die fertigen Kartoffeln rein. So, und jetzt
könnt ihr natürlich ein Ketchup nehmen. Oder zum Beispiel habe ich hier eine Chili-Soße noch. Die nehme ich dazu heute. Was ihr jetzt nicht machen dürft, ist Tischdecken. Weil wenn ihr jetzt Tischdecken geht, dann sind nachher eure Chicken Nuggets schwarz. Die sind gleich fertig. Das ist gleich fertig. Meine Chicken sehen super aus. Bin ich so groß? Piep. Irgendwas hat schon wieder gepiept. Gott, irgendjemand piept immer hier. So. Herd abstellen. Die letzten Chicken Nuggets sind fertig. Huhuhu. So. Die Pfanne stellen wir jetzt auf eine kalte Platte und lassen sie ganz in Ruhe abkühlen, okay? Ich fülle das Öl nachher immer nochmal zurück und benutze es nochmal zwei, dreimal zum Frittieren oder zur Pommes oder für irgendwas. Man kann es aber auch wegtun. Die Maschine ist auch fertig. So, Alexa, wie lange noch? Das schmeiße ich in den Müll, da sind die Spülmaschine. Den Berg Chicken Nuggets verschenke ich an Frau Pöhler oder so. Jetzt warten wir kurz, geht gleich los. Und Alexa piept. Alexa, stopp! So, bei mir sehen die so aus und sie singen ein kleines Lied. Wenn ich reinsteche, müssen sie durch sein, müssen sie weich sein. Gut, das habe ich jetzt falsch gemacht. Ich bin jetzt ganz frech, aber da müsst ihr vorsichtig sein, das ist nämlich heiß. So, meine, ich habe schon wieder eine runtergeschmissen, habt ihr es gesehen? Kartoffelecken, die reichen nicht für drei Personen. So. Fertig ist das Essen. Einmal lecker Kartoffelspalten mit Schnitzel, also mit Hähnchen-Nuggets und Ketchup-Dip. Gucken, aber Glück. So, jetzt nochmal richtig. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Wir sehen uns. Ciao.